Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Beyond Good and Evil. Ja, wir sind gerade auf der oder in der Mamago Werkstatt und haben uns das Sprungkit gekauft. Und der nette Rino da, der uns das einbaut, werkelt da im Hintergrund. Ja, der Double H ist auch dabei natürlich. Bis bald! Den wir befreien mussten. Ja, dann würde ich mal sagen, wir schippern mal zu den Schlachthäusern oder zu den Schlachthausrennen. Was ja unsere nächste Mission ist. Der geheime Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern. Ja, da sind wir. Ja, hier seht ihr den Eingang da hinten, das kleine Tor. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Ja, das war die Info. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Kurz vorher auch schon erläutert, wir müssen in das dritte Rennen, um in das Schlachthaus zu gelingen. Dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal die große Mission in den Schlachthäusern. Wir machen da wieder die Fotos. Wir haben ja eigentlich immer mit solch einer Mission. Und dann werde ich mal die ganzen Alten, die Schwachen und die Mitleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Ja, bei jedem Rennen, dann gibt es Gewinn, kriegt man erstmal 1000 Energy, 1000 Credit für seine Pferde. Und damit Wir sind an der Mauer, die die Schlachthäuser umgibt. Jetzt müssen wir einen Eingang finden. Ja, jumpen und über das. Und ja, erstmal da reingelingen, wenn die große Spinne uns beschießt. Mit Laserstrahlen. Das alte Schlachthaus, wir sind auf der richtigen Fährte. Ganz vorsichtig. Im Durchgang, wo ich jetzt diesmal spiele. Vergangenheit beiseite. Und ja, drüber zu kommen, geht aber irgendwie nicht. Doch, scheiße. Und da, das ist irgendwie so eine Mine. Die müssen wir irgendwie zerstören. Frag mich eigentlich nicht, was für ein Torpedo okay, der meint. Nein. Die kann man zerstören. Und wir werden niemals da durchkommen. Ich werde es mit einem Torpedo versuchen. Fässer oder was das auch sind, die können wir benutzen zum Zerstören.
Ja, meine Freunde, ich habe gestern schon eigentlich dieses Video hochgeladen, aber da mein Funkstreicher das irgendwie vor mir bemerkt hat, dass man mich nicht hört, also dass meine Spur fällt und nur das Game hört, hab ich gedacht, ja scheiße, ist das jetzt euer Ernst? Hab ich natürlich gedacht, ich muss gleich alle vier Folgen oder Videos, was ich gestern gemacht habe, muss ich dann heute, also am nächsten Tag, gestern, die Audio Spur noch von mir und so gut genau ins Schwarze. Das war jetzt eigentlich ein sinnloses Zerschießen, da andocken und gleich wieder bei dem Automaten kaufen. Also bei uns ist gerade irgendwie voll gut Wetter am Kontoidentifizierung. Okay. Stark. Die Reparatur SOD stellt einen Schlüssel. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. Ein Wunder, die Sonne. Da speichern gleich. Immer speichern. Ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder her. Computer aus. Die zertreten. Bekomme ich wieder Credits oder Materie oder keine Ahnung. Schauen wir uns um und ja, da müssen wir durch. Da sieht ihr ja, da sind irgendwie solche Rollen. Und da kommen die behinderten Geister wieder, die mir jetzt zerschmettern müssen. Minderwertigen Viecher. Die auch etwas lästig sind. Ja, ich glaube, die behinderten Sachen da, wo ganz schnell sind. Respektiere das Heimteam, bitte sehr. Da müssen wir jetzt irgendwie hier drüber. Das scheint der einzige Weg zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wohin das führt. Ah, für Ruhm und Ehre. Oh, scheiße. Funktioniert nicht. Zweiter Anlauf, funktioniert es immer. Das habe ich gesagt, den Computer noch niederschippern. Was sagt man eigentlich zu den roten Kunden irgendwie? Schiffern, also Schiffen, sag ich jetzt mal. Au. Meine Freunde, weil später nach dem Part kommt noch ein MP3 und nach dem MP3 kommt dann der 12. Teil von dem MP3. Ja, das ist schon die Verwendung, das ist mit dem 12. Part und ungefähr, wenn wir das bei den Schlachthäusern fertig sind, dann haben wir und dann müssen wir ja nur noch zum Mond. Wie wir uns mal erzählt haben, Kraft, also der Stufenfabrik, der Schlachthals und dann zum Mond. Minderwertigen Mond, wo sich die Minderwertigen.
Ja, okay, haben wir eine Einführung. Jetzt schauen wir mal, wo noch der zweite Kasten ist. Und da kommen wir, glaube ich, später raus. Ich weiß es nicht. Mein Durchschießen funktioniert. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Da ist auch ein bisschen da, wenn wir mal später noch verbrechern und auch irgendwie der Sims, also ich sag mal bei den Sims, der Sims, die Oberfläche, sag ich jetzt mal, irgendwas so ist, ja, so wie ich bin da. Hoch. Und eine Perle. Unsere fünfte Perle. Ja. Schauen wir mal einen Punkt. Vielen Dank. Okay. Dieser Film ist voll. Und gut. Da ist etwas, ich überweise eine Perle, Jade. Also, wo wir drauf schießen können. Und ich werde den Film neu laden. Und da wir auch wieder rauskommen, seht ihr ja da. Wieder ein Baut, den fotografieren wir geschwind. Also mit Alphas meinen die dann die komischen Wächter und so weiter. Also wir müssen drei Bilder machen. Wie der schon gesagt hat. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Müde. Dann müssen wir jetzt hoch. Ja, wie immer, alles ist so fett. Da ich brauche mehr Beweise, Shawnee. Stellen Sie den Bericht fertig, dann schicke ich Ihnen den Code. Ja, meine Freunde, dann kann ich nur noch sagen, es ist schon wieder zu Ende mit dieser Folge. Die wir brauchen noch drei Fotos, Shawnee. Minuten sind auch schon wieder vorbei. Kann ich nur sagen, heute muss ich ja die restlichen. Ja, also heute kommen noch drei oder vier weitere Videos. Kann ich nur noch sagen. Dieses Spiel, Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, lasst eine Bewertung da, empfehlt mich weiter natürlich und dann noch viel Spaß bei dem guten Wetter. Zu eng für mich. Ich decke ihren Rücken, Miss Jade. Ha,